Der Wirtschaftsboss hat nun Auskunft über seine Zeit in der Hitlerjugend gegeben. Hinter dem Spiegel eine Jugend in Flandern, so heißt sein gerade erschienenes Buch. Sehen Sie nun Gabriele von Arnim im Wortwechsel mit André Leisen. Herr Leisen, Sie gelten als einer der wenigen ganz großen paneuropäischen Unternehmer. Sie sind als Belgier im Aufsichtsrat von der Deutschen Telekom, von BMW und anderen Unternehmen. Sie waren der einzige Ausländer im Verwaltungsrat der Treuhand. Jetzt haben Sie die Welt mit etwas anderen Beziehungen zu Deutschland überrascht. Sie haben ein Buch geschrieben über sich, über den sehr jungen André Leisen, der als Flame begeistert war vom Nationalsozialismus, der in der HJ war, der zum Scharführer es gebracht hat und so weiter. Sie werden uns darüber erzählen. Warum haben Sie dieses Buch überhaupt geschrieben? Ja, man schreibt ja ein Buch, weil man eine Botschaft in sich trägt. Und ich hatte mir immer vorgenommen, für meine Enkelkinder die Geschichte meiner Jugend zu schreiben nach 50 Jahren. Und ich habe das dann auch getan. Und ich wollte es zunächst nicht veröffentlichen. Aber dann sah ich eigentlich, dass hier in Flandern einen neuen Rechtsextremismus aufkam und dass 28% der Leute in Antwerpen schon rechtsradikal stimmten. Und ich meinte, ich hätte eine Botschaft. Und die Botschaft war, wehret den Anfängen. Bei uns ist es auch so angefangen, mit starke Männer zu fordern. Und wir wissen alle, wie es geendet hat. Und als Sie dann das Buch geschrieben hatten und es dann doch veröffentlicht haben, wie gesagt, als Warnung vor dem, was schon einmal gewesen ist, wie waren die Reaktionen erstmal hier in Belgien? Die Reaktionen in Belgien waren wesentlich besser, wie wir erwartet hatten. Ich hatte allerhand Reaktionen von Seiten der jüdischen Gemeinschaft und auch der sehr vaterländisch gesinnten Gemeinschaft erwartet. Aber die ist nicht gekommen. Gekommen ist die von den alten Unverbesserlichen. Die haben mich sehr schwer angegriffen und von den rechtsextremen Parteien natürlich. Aber von der jüdischen Gemeinde kamen keine Vorwürfe, dass es heißt, also guck mal, wen ihr da zum großen Unternehmer in Belgien habt werden lassen. Nein. Nein, ich habe zwei Briefe von Juden gekriegt, die kritisch waren. Ich habe darauf geantwortet. Einer hat mich nicht wieder geantwortet. Der andere hat gesagt, ja, ich sehe jetzt ein, was passiert ist. Und ich habe Verständnis dafür und ich habe ihr weiteres Leben betrachtet. Und für mich ist die Sache gelaufen. Wie ist denn die Reaktion, also das Buch kommt ja jetzt gerade erst raus, aber wie ist denn die bisherige Reaktion in Deutschland? Sie haben ja schon einige Kritiken und einige Reaktionen bekommen. Ja, ich habe es Bekannten geschickt und die Reaktion war gut, aber da muss man natürlich immer einen Discount draufsetzen, weil die einem ja gut gesinnt sind. Es sind zwei Presseveröffentlichungen erschienen, eine ist sehr gut und sehr nett und eine andere ist richtig vernichtend. Hat Sie das überrascht? Nein, ich glaube, das Thema liegt in Deutschland noch sehr empfindlich und die Reaktionen sind da wahrscheinlich viel heftiger wie bei uns. Und das wussten Sie nicht, dass es in Deutschland ein so empfindliches Thema ist? Doch, das wusste ich, aber es ist ein bewusstes Risiko. Es hat mich immer etwas gewundert oder sogar geärgert, dass man nie mit Deutschen meiner Generation über das Thema sprechen konnte. Und das will ich eigentlich aufbrechen. Wir müssen ja mitteilen, was geschehen ist und warum wir reingelaufen sind. Sonst kann die Geschichtsschreibung nie komplett werden. Das ist die schweigende Generation. Ich habe nach dem Krieg in Deutschland nie noch einen Nationalsozialisten gefunden. Das hat mich immer gewundert. Hier in Belgien kann man darüber sprechen, das ist gar kein Problem. Also die Kollaboration, die in Belgien stattgefunden hat, ist hier besprochen worden. Die ist nicht verschwiegen und beschwiegen worden. Ja, und wir nehmen die Sachen etwas ruhiger. Wir sind ja nun ein Land, das 500 bis 1000 Jahre besetzt gewesen ist durch alle möglichen Nationen. Es hat immer Kollaboration und Widerstand gegeben. Und der ein Held war, der einen Tag war ein Verräter, den anderen Tag. Also man relativiert die Dinge dann und man geht darüber weg. Also das ist kein Thema mehr in Belgien. Sie haben gerade gesagt, es hätte Sie geärgert, dass Sie mit deutschen Gleichaltrigen, also mit Wirtschaftsleuten, denke ich mal, über dieses Thema oder auch Politikern über das Thema nicht haben sprechen können. Was ist denn passiert, wenn Sie sie angesprochen haben? Ja, dann ist es abweichend. Man antwortet einfach nicht. Ja, ja, das war eine schwere Zeit. Das ist so die schönste Reaktion, die Sie kriegen können. Und das und dann die zweite Reaktion, ja, meine Eltern waren auch dagegen und so. Ach so, das war dieser berühmte Satz und als man sie dann wiederfand, da fand man sie im Widerstand. Ich kannte den Satz nicht, aber ich finde ihn ganz gut. Und den auch, es gibt so Märchen, die in Deutschland leben.
dass die Deutschen befreit worden sind nach dem Krieg, das ist natürlich ein Märchen. Ich war in Deutschland in der letzten Kriegsperiode und die fühlten sich gar nicht befreit. Das Thema war, sich überrollen lassen durch die westlichen Armeen, damit man nicht in den Händen der Russen fiel, aber befreit fühlten die Leute sich nicht. Vielleicht befreit von dem Druck, dass der Krieg zu Ende war. Ja, das wohl, aber es ist nicht wie die Holländer sich befreit fühlten. Das ist ein Missbrauch dieses Wortes, befreien. Das denke ich auch, weil das hieße ja tatsächlich, dass alle Deutschen gegen den Nationalsozialismus gewesen seien, wenn sie denn befreit wären. Das wäre leicht übertrieben, wenn jemand das behaupten würde. Sie haben neulich in einem Interview einmal gesagt, es wäre sicher vernünftig gewesen, das Buch nicht zu schreiben. Ja, aber wenn man im Leben immer nur vernünftige Dinge tut, dann ist es furchtbar langweilig. Ich weiß, dass ich damit ein Thema anschneide, das in Deutschland enorm empfindlich liegt. Ich habe auch Verständnis dafür, diese ganze Post-Holocaust-Wissen lastet ja auf Deutschland. Und das Thema ist noch nicht ausgestanden. Es ist ja jetzt gerade wieder das Buch von Goldhaaren erschienen. Und das wird wieder in den nächsten Monaten das Thema in Deutschland werden. Aber wie sind denn so Reaktionen gewesen? Sind jetzt Leute, nachdem sie ihr Buch gelesen haben, also die wenigen, die es bisher lesen konnten, schon gekommen und haben gesagt, ach übrigens, ich war auch in der Hitlerjugend? Ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, die es gelesen haben. Und die haben gesagt, ja, so war es. Also dann fängt man an, das Dialog. Und das eigentlich der ehrlichste Menschen, den ich gehört habe, ist ein Berliner Jude, der vor einigen Wochen im deutschen Fernsehen über Hitler sagte, ja, er ist mein Jahrgang. Und er sagte, ja, wenn ich nun kein Jude gewesen wäre, das war ja alles sehr begeisternd, und ich wäre Deutscher gewesen, dann wäre ich ja auch in der Hitlerjugend gewesen. Wäre ich dann auch anschließend zur Leibstandarte Hitler gegangen und hätte vielleicht auch gemordet wie die anderen. Das ist eine Frage, die ich mir dauernd stelle, sagt er. Und das ist eine Frage, die in meinem Buch habe ich die mir auch gestellt. Ist das nicht, was könnte alles passieren, was hätte alles aus mir werden können? Das ist eine erschreckende Frage. Sie haben gerade, ja, es gibt in dem Buch von Carola Stern, die auch ihre Erinnerungen geschrieben hat, gibt es einen Satz, der heißt, wie sicher kann ein Mensch sich seiner selber sein? Das ist eigentlich genau das, was Sie gerade beschreiben. Sie haben gerade Goldhagen erwähnt, also dieses Buch über Hitlers willfährige Henker. Nun liest sich Ihr Buch ja fast ein bisschen, ich sage das mal provokativ, wie ein Anti-Goldhagen. Also es liest sich ja auch als ein Stück Exkulpation für die Deutschen. Für die Deutschen, nicht für mich selber. Denn nein, für die Deutschen. Da habe ich extra drauf geachtet. Ja. Ja, also meine Theorie ist, dass es keine gute und keine schlechte Völker gibt. Es gibt auch nicht grundsätzlich schlechte Menschen und gute Menschen. In jedem Menschen liegen gute und böse Eigenschaften. Und es ist gerade das Kriminelle in der nationalsozialistischen Bewegung gewesen, dass sie die schlechten Eigenschaften der Menschen hervorgebracht hat und nach oben gebracht hat und die guten unterdrückt hat. Und darum ist es ja so wichtig, dass die Lehre daraus gezogen wird, dass man nicht sagt, es ist eine generelle Schuld, oder wie Goldhagen sagt, es war eigentlich eingeplant, weil die Deutschen durch ihren frühen Antisemitismus quasi prädestiniert waren, um die Juden zu vernichten. Ja, er nennt es ja den eliminatorischen Antisemitismus, ja. Also er geht ja sozusagen gleich auf die Vernichtung aus. Ja, und das ist nicht wahr, also der Antisemitismus ist eine europäische Erscheinung. Die Polen waren zum Beispiel viel größere Antisemiten in Taten vor dem Krieg. Aber wie es im Kriege zu den Dingen gekommen sind, die wir alle wissen, das ist das Erschreckende, wie ist das in einem zivilisierten Land möglich gewesen wie Deutschland. Und das müssen wir untersuchen, den Mechanismus, und uns selber fragen, was mir passieren können. Wie können wir vermeiden, dass so noch was passiert? Denn die Theorie von der Einmaligkeit, daran glaube ich nicht. Adorno hat ja gesagt, alles, was schon geschehen ist, kann nochmal geschehen. Und davon bin ich überzeugt. Also wir sind jetzt geimpft gegen Faschismus und gegen Diktaturen für 25 Jahre noch. Aber die dritte Generation wird das wieder vergessen haben. Und wir müssen die Botschaft am Leben halten. Das Wort von der Einmaligkeit hat ja in Deutschland einen ganz anderen Klang. Ich glaube, damit sind Sie auch schon einmal angeeckt. Weil wenn man sagt, es war nicht einmalig, dann sind es bei uns häufig Revisionisten, die versuchen, das zu relativieren. Also die sagen, naja gut, ich weiß nicht, Stalin hat auch schreckliche Sachen gemacht. Und die Unterschiedlichkeit zwischen Stalinismus und Nationalsozialismus und diesen Vernichtungswillen der Nationalsozialisten eigentlich nicht aufdecken. Für mich ist einmalig in dem Sinne gefährlich, weil man denkt, dass es nicht wieder passieren könnte. Und das stimmt nicht.
Sie haben aber, ich komme noch mal darauf zurück, Sie haben, dadurch, dass Sie eben auch als Belgier sagen, ich war dabei und ich war sehr überzeugt davon und auch begeistert davon, nehmen Sie es tatsächlich weg ein bisschen von den Deutschen. Ich vermute, aber vielleicht stimmt das nicht, dass Sie auch eine politische Botschaft damit vermitteln wollten, dass Sie nämlich den Deutschen sagen wollten, ihr müsst ein bisschen wegkommen von eurem Schuldkomplex, ihr seid jetzt ein mächtiger Staat in Europa und müsst jetzt die entsprechende Verantwortung übernehmen. Ja, ich glaube, ich hatte das Gefühl vor einigen Jahren, dass Deutschland sich seinen internationalen Verpflichtungen, nicht die deutsche Führung, aber das deutsche Volk sich eigentlich aus der Verantwortung herausstahl, indem sie sagte, wir sind so überlastet von der Vergangenheit, die große Politik macht, lasst das mal den anderen Völkern Europas machen, wir ziehen uns zurück. Und das geht nicht. Deutschland ist nach der Wiedervereinigung die Großmacht auf dem Kontinent geworden und muss ihre politische Verantwortung aufnehmen. Und das muss durch das Volk getragen werden. Und man kann nicht immer sagen, wir sind ja schuldig, es ist so, also wir wollen nichts damit zu tun haben. Wir wollen nicht wieder schuldig werden. Also ich vereinfache natürlich stark. Aber diese Tendenz saß bei einer gewissen Schicht der Bevölkerung drin. Das heißt, Sie hatten ein bisschen das Gefühl, dass das Schuldkomplex auch als, naja, Entschuldigung benutzt wurde, um zu sagen, jetzt müssen wir nicht mitmachen. Also macht ihr mal sozusagen die Schmutzarbeit und wir geben das Geld? Vielleicht, die stellen das sehr scharf, aber es ist mehr das Gefühl von, lass die anderen mal machen. Glauben Sie, dass das sozusagen sich ändert gerade? Sie kennen ja nun Deutschland also besser als die meisten. Ändert sich da was? Ich glaube, langsam kommt das Gefühl, dass man auch bei der Bevölkerung, dass man sich den Dingen stellen muss. Das Gefühl doch bei den Deutschen auch, dass sie wirklich eine Großmacht am Werden sind und dass sie die Verantwortung aufnehmen müssen. Und ich finde das eine positive Entwicklung. Ich fand es vor 4, 5 Jahren viel, die Symptome eigentlich gefährlicher. Und Sie haben gerade gesagt, Sie wollten etwas aufbrechen, indem Sie so ein Buch schreiben, damit man darüber sprechen kann, damit man es aussprechbar macht. Ja. Wird dadurch vielleicht auch eine Entwicklung erleichtert, dass man sagt, also indem Deutschland es aussprechen kann, was es tatsächlich getan hat, können Sie dann auch eine andere Rolle übernehmen, weil es nicht mehr so in so einer grauen Tabuzone bleibt? Ich denke, das ist so eine Tabuzone, wie Sie sagen, und solange man nicht drüber spricht, frisst das tiefer ein. Und wenn man drüber spricht, die Generation ist ja nicht umsonst ausgeflippt irgendwie. Da sind ja Ursachen und das soll man alles erklären. Nicht als Entschuldigung, aber die kausalen Zusammenhänge soll man schildern, damit die Leute wenigstens begreifen und damit man sich von dem eigenen Trauma befreit. Sie haben ja nicht nur politische Motivationen gehabt, sondern in Ihrer Einleitung des Buches schreiben Sie, ich suchte nach Erklärungen für mein Verhalten in jenen Jahren. Haben Sie Erklärungen gefunden? Ja, den Prozessus, wie es dazu gekommen ist, ist mir klar. Das kommt aus der belgischen Geschichte, die flämische Opposition, die immer gekämpft hat um die kulturelle und sprachliche Gleichberechtigung des Volkes. Wir erkannten Belgien nicht als unsere Heimat, also nicht als unser Vaterland an. In dem Sinne trifft mich der Vorwurf des Landesverrates auch nicht. Man kann nur verraten, was man anerkannt hat. Aber die Auffassung teilen nicht alle, aber das ist meinem Gefühl nach. Und wir haben, vom einen kommt das andere. Die Flammen waren ja im Ersten Weltkrieg auch den Deutschen besser gesonnen als die Wallonen, aus diesem Gefühl heraus. Und das hat sich in meiner Umgebung, dieser Kampf für die flämische Gleichberechtigung war in meiner Familie ein großes Thema. Und so ist eins vom anderen gekommen. Aber was war das? Ich habe das trotzdem noch nicht genau verstanden. Was haben die Flammen sich von den Nationalsozialisten erhofft? Die erhofften sich weniger von den Nationalsozialisten. Also ich nehme meinen Fall raus, denn ich war ja in der Hitlerjugend, also hat mich mehr engagiert. Aber die Mehrzahl der Flammen lehnte sich einfach an Deutschland an, weil es meinte, es würde gleiche Rechte, es würde der Sache, der flämischen Sache förderlich sein. Das ist natürlich sehr schwierig zu vermitteln in so kurzer Zeit, weil die flämische und die belgische Geschichte ist eine sehr komplizierte. Und das ist schwierig zu erklären, aber das saß drin. Und das war bei Ihren Eltern ja auch ganz ausgeprägt. Insofern sind Sie natürlich auch in einer solchen Atmosphäre aufgewachsen. Aber die Deutschenfreundlichkeit, hatte das auch was damit zu tun, dass man, ich weiß nicht, dass es geschäftlich günstig war oder dass es... Nein, denn mein Vater ist wohlhabend im Krieg reingegangen und ruiniert rausgegangen.
Damit hat das nichts zu tun. Das hat vielleicht dann mehr zu tun, auch mit dem Einfluss der katholischen Kirche in Flandern. Der Bolschewismus war ja der Erzfeind. Und wenn man die ganze Appeasement-Periode sieht, dann sieht man in allen Ländern, dass viele zynisch genug waren, zu sagen, Hitler ist die kleinere Gefahr. Die wirkliche Gefahr ist der Bolschewismus. Das war die damalige Theorie und daran glaubte man fest. Und in den Schulen, ich habe das ja mitgemacht, das würde von der katholischen Kirche, also dieses Gefühl würde hier sicherlich nicht unterdrückt. Der Antichrist haben Sie das auch einmal genannt. Sie haben dann ein wunderbares Beispiel in Ihrem Buch über Ihre Mutter, die, glaube ich, sich geweigert hat, lange auf dem Schwarzmarkt einzukaufen. Ja. Und das ist so etwas, wenn man aus meiner Generation sich das anguckt und sagt, da ist eine Frau mit strengen Prinzipien, die sagt, auf dem Schwarzmarkt kaufe ich nicht ein, aber zugleich ist sie dem Nationalsozialismus irgendwie zumindest nicht abgeneigt oder sogar zugeneigt. Das sind so, und man muss ja ein bisschen die Politik des Nationalsozialismus dann irgendwann gekannt haben. Das sind so Dinge, die man aus der nachfolgenden Generation schwer zusammenbekommt. Ja, ich würde mich selber nie verteidigen, aber ich möchte meine Mutter doch verteidigen. Das kommt aus diesen flämischen Gefühlen heraus. Und wir beurteilen ja alle mit einem Post-Holocaust-Wissen die Vor-Holocaust-Zeit. Die Frage, was man wissen sollte und nicht wissen sollte oder was man hätte wissen können, wenn man gewollt hätte, das ist eine ganz andere Frage. Aber das färbt das Bild natürlich sehr stark. Man hat das damals nicht so, meine Mutter hat das damals nicht so gesehen. Also sozusagen diese Rassegesetze, von der wir natürlich immer denken, die müssten sich dann irgendwann rumgesprochen haben, die waren kein Thema hier. Nein, wir haben ja 40.000 Juden in Antwerpen und das Verhältnis ist immer traditionell gut gewesen. Wir haben natürlich festgestellt, dass die verschwanden und da haben wir uns keine Fragen gestellt. Und es hat nichts mit Deutschfreundlichkeit oder Nicht-Deutschfreundlichkeit zu tun. 95% der Bevölkerung haben links geguckt, wie rechts böse Dinge geschahen. Das ist an für sich die große moralische Indifferenz, die Gleichgültigkeit. Das ist eine europäische Schuld. Fast der jüdischen Bevölkerung gegenüber. Wir haben gesagt, die gehen nach Polen, ja, das ist so und das nehmen wir einfach hin. Und das war auch Thema zu Hause? Das war, ja, dass die nach Polen gingen, das wussten wir alle und da ist nie viel drüber gesprochen worden. Das ist diese Gleichgültigkeit, das war eben so. Die müssen da arbeiten und das sind nun mal Juden und das ist deren Schicksal. Sie waren in der HJ, sind da ja auch aufgestiegen zum, ich glaube, Oberscharführer oder sowas und haben auch an Aufmärschen der HJ in Antwerpen teilgenommen. Ja. Und haben gesagt, es hätte schon irgendwie auch, naja, also Abwehr oder Abneigung der Bevölkerung gegeben. Zuletzt fühlte man, dass die Bevölkerung also einen gewissen Abstand hielt und kritisch stand, aber wir sind nie angefeindet worden oder so. Es ist ja in einem Krieg ganz anders. Die Königin von Holland hat das sehr schön gesagt. Die Schwarz-Weiß-Relation hat man an den Krieg reingebracht. 95% der Bevölkerung beschäftigt sich damit zu überleben. 2-3% sind aktiv kollaborieren und 1-2% sind im Widerstand. Sind Sie mit Ihrer HJ auch in die jüdischen Viertel gegangen? Nein. Das lege ich keine Veranlassung vor. Wir sind nicht in die Stadt gezogen, um Leute zu ärgern. Wir haben Aufmärsche gemacht, weil wir das schön fanden und weil das dazugehörte. Aber wir sind nicht aggressiv, das würde hier nicht gehen. Ich denke, das liegt nicht in unserer Volksart. Das ist interessant. Nein, wäre man gar nicht gekommen, weil ich meine, wie gesagt, der Nationalsozialismus hatte ja nun eine judenfeindliche Politik. Was meine Mutter angeht, die hat mir mal Anfang des Krieges gesagt, geh nie in ein Judenviertel als deutschfreundlicher. Das ist eine andere Sache, da müssen wir uns nicht mitmischen. Also die würde nie geduldet haben, dass ich da hinginge und Juden ärgerte oder sowas, wenn ich das gewollt hätte. Oder wenn ich dazu angeleitet wäre, das zu tun. Bin nie in der Versuchung gekommen, aber wir haben ein tolerantes Verhalten zu den Juden. Wir haben sie nur alle fallen lassen. Wir haben sie nicht verteidigt. Das ist aber doch wirklich interessant, dass man auf der einen Seite, Sie sind ja so weit gekommen, dass Sie sogar ideologische Schulung gemacht haben bei der HJ. Und dass man gleichzeitig sagt, das tolerante Verhalten, das ist wieder, Sie können jetzt sagen, nee. Sie reden wie die typische Nachkriegsdeutsche, das kann ja sehr gut sein. Ich frage Sie nur, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Ich vergleiche das mit dem Katechismus, den wir lernen mussten.
in der katholischen Schule. Ich weiß nicht, was der deutsche Ausdruck ist, das leiert man runter und vor und rückwärts, das kennt man auswendig, aber das sitzt alles nicht sehr tief. Und ich habe Kurse gegeben über das Leben von Hitler und alles Mögliche und das Parteiprogramm. Und das konnte ich also so aus dem Ärmel ziehen, da war gar kein Problem, das konnte ich auswendig. Aber wenn Sie mich nun fragen, was das genau war und wie tief das ging, dann sage ich Ihnen, sehr tief ging das nicht, das musste man eben machen. Es gibt, das muss ich jetzt gleich mal empfinden, es gibt ein Zitat von Ihnen, das ist unglaublich. Da sind Sie im Sommer 43, sind Sie nach Thüringen geschickt worden und sollten als HJ-Schießfahrt ausgebildet werden und haben gesagt, aber das Interessanteste an dem Lehrgang war die damals noch unversehrte Landschaft Thüringens. Ja, das war ja das grüne Herz Deutschlands, das behauptet es jetzt noch zu sein, aber es ist nicht mehr so ganz, wie es damals war. Und ich bin da im Winter gewesen und es war dicht geschneit und so, und das hat auf mich einen sehr tiefen Eindruck gemacht. Also die Reisen in Deutschland während des Krieges haben überhaupt einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen, weil ich ein Jahr später, in 43, glaube ich, Ende 43, nochmal nach Potsdam, nach Weimar gegangen bin auf so einen Kursus und da wurden wir so ein bisschen an den Kulturstätten Deutschlands herangeführt und dann habe ich in Dresden in der Frauenkirche habe ich ein Weihnachtsoratorium gehört und das hat für mich einen fantastischen Eindruck hinterlassen. Das war einer der schönsten Erlebnisse des Krieges. Ich habe dann die Kirche, selbe Kirche gesehen im April 1945 und das hat mir, also das ist mir tief ans Herz gegangen und ich bin ja auch zum 50. Jahrestag dieses Massakers dahin gefahren und dahin gepilgert. Und um ein drittes Mal die Stadt zu sehen und für mich, ich hoffe immer noch, ich habe auch dazu beigetragen, damit sie wieder aufgebaut wird und ich hoffe noch immer ein Weihnachtsoratorium später mal in der neuen Kirche zu hören. Erstaunlich nur die Diskrepanz, dass man hinfährt, um als Schießfahrt ausgebildet zu werden und dann der Satz, der dazu fällt, ist, dass die Landschaft war so schön. Das heißt, das ist sozusagen an Ihnen irgendwie vorbeigerauscht. Das Schießfahrtausbildung, das war sehr interessant, aber im Grunde ist das langweilig, das ist immer dasselbe. Nicht? Man muss sich hinlegen, gut zielen und schießen und man muss den Mechanismus des Gewehrs auseinandersetzen. Ich konnte ein Gewehr, also das habe ich später bei der belgischen Armee, wie ich da meinen Militärdienst getan habe, wurde ich da bewundert für meine Dexterität, die Dinge alle zu tun. Und ich hatte das ja da gelernt und das sind Dinge, die sind mechanisch, das geht einem nicht tief ins Herz. Also was mir aufgefallen ist, Sie haben in Ihrem Buch auch geschrieben und vorhin ja auch gesagt, Sie möchten gerne junge Leute warnen vor dem, wie man verführt werden kann. Nur ist mir eigentlich in dem Buch gar nicht ganz klar geworden, wie Sie verführt worden sind, weil Sie so lakonisch schreiben, weil Sie, also so Sätze auch, mein Bruder ging zu einer flämischen Armeeeinheit. Flämischen Legion, ja. Die später dann der Waffen-SS angegliedert worden. So lakonisch habe ich sowas selten gelesen bisher. Und aber auch jetzt bei Ihnen bleiben, wie sind Sie denn verführt worden? Was war es denn, was Sie da fasziniert hat? Oder was war es denn, was Sie, das hat alles mitmachen lassen? Ich bin so lakonisch, weil sonst Erklärungen, dann schleichen sich Entschuldigungen ein. Und ich finde, ich habe geschrieben, wie ich es damals sah. Und ich habe alle Entschuldigungen rausgestrichen, denn es sind ja noch welche eingeschlichen, vielleicht sind noch welche da drin. Ja. Das wollte ich nicht. Der Leser muss das beurteilen. Ich bin gar nicht verführt worden, dass ich wollte zur deutschen Schule. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, weil ich in die Reiter-AJ wollte. Das hat ein Freund mir erzählt und dann sind alle Mittel gut und meine Mutter wollte das zunächst nicht. Sie sagte, warum sollst du die Schule wechseln, du kennst kein Deutsch. Und so von allem, aber ich habe dann so lange darauf gehämmert, bis das durchgegangen ist. Und dann, wenn man einmal in die Reiter-AJ will, dann muss man den AJ-Dienst machen. Und das hat jemand mich gefragt, ja, warum sind Sie dann Chef geworden? Das habe ich gesagt, ja, weil ich einen natürlichen Chef habe, wo das Licht in mir zu ordnen und nicht zu kommandieren, aber irgendwie eine Rolle zu übernehmen. Und das wird es wohl gewesen sein, aber verführt bin ich nicht worden. Das ist ein Engrenage, das ist ein Getriebe, wo man reinkommt und dann geht man immer weiter. Und das ist ja das Erschreckende, dass ich nie darauf getestet worden bin, wie weit ich gegangen wäre, wenn ich in eine andere Situation gekommen wäre. Während die ethischen Prinzipien, die meine Eltern mir mitgegeben haben, groß genug gewesen, um zu vermeiden, dass ich Dinge getan haben würde,
die ich nicht tun sollte. Dieselbe Frage wie der Jude vorhin. Das, was Sie vorhin eben angesprochen haben, also das Organisieren können und das die klaren Ordnungen und auch Befehle geben oder zumindest Verantwortung übernehmen, ist das etwas, wo der Leisen von heute den Leisen von damals noch wiedererkennt? Ja, also ich habe, wie man so populär sagt, immer umgetrieben. Also das liegt nun mir in meiner Natur. Da erkenne ich mich dann wieder. Nochmal, verführt worden sind Sie nicht, aber Sie sagen, junge Leute müssen lernen, nicht verführt zu werden oder nicht in so ein Getriebe reinzukommen. Ja, und das ist eben diese zwei Prinzipien, die ich mir zum Lebensprinzip gemacht habe nach dem Krieg. Das ist Demokratie. Dann kann man urteilen, dann kann man sagen, nein, das tue ich nicht. In einer Diktatur spielen ganz andere Dinge mit. Und das verkennt zum Beispiel Goldhaar, dass die Leute aus Angst, ob man nun freiwillig oder unfreiwillig in ein System gekommen, aus Angst, aus Karriere sucht, aus Angst, die Stellung zu verlieren, Dinge tun, die sie nicht tun sollen. Und darum muss man die Diktatur vermeiden. In der Demokratie kann man sagen, nein, das tue ich nicht. Und das scheint mir so wichtig zu sein. Und es ist schwerer den Anfängen, denn es fängt unschuldig an und man sitzt drin, bevor man zurück kann. Sie waren am Ende des Krieges Kabinettschef, glaube ich, einer flämischen Exilregierung. Ich meine, war das eine Operettenregierung oder haben Sie das ernst genommen? War das Idealismus? Was war das eigentlich? Ja, also diese Regierung, das ist wie alle Exilregierungen, haben ja etwas Lächerliches an sich und diese hatte es ganz besonders und ich war Kabinettschef vom ersten Minister. Sie waren 17, muss man dazu sagen. Ich war 17, ja. Also ich hatte das vor allem meinen exzellenten Deutschkenntnissen damals zu danken. Und ich habe da natürlich allerhand Abenteuer erlebt und ich war da zuletzt im Krieg auch relativ gut informiert, weil ich die Feindsender abhören musste und übersetzen müsste. Also ich kriegte von irgendeiner Dienststelle so die Auszüge, was die aufgefangen hatten. Da musste ich das übersetzen aus dem Französischen und aus dem Flämischen ins Deutsche und das ging dann an alle möglichen Dienststellen. Und ich erzähle auch eine Anekdote, die fand ich ganz lustig. Ich hatte drei Stempel, geheim, sehr geheim und geheime Reichssache. Und ich musste nun entscheiden, was in den drei Kategorien fiel. Ich dachte immer bis dahin, dass geheim geheim wäre, aber so nicht so in Deutschland. Und ich hatte zum Beispiel eine Nachricht aufgefangen, dass man die Leute, die deutschfreundlich waren in Antwerpen, im Affenkäfig, im Zoo, den ich nun sehr gut kenne als Kind. Und meine Mutter hatte früher mal gesagt, da hörst du hin, wenn du noch so viele Affenstreiche machst. Und da habe ich mir das vergegenwärtigt, wie ich da in Berlin saß. Und was sollte ich nun da drauf stempeln? Geheim, sehr geheim oder geheime Reichssache? Ich weiß nicht mehr, was ich getan habe. Und solche Dinge kommen mir vor. Das hatte mit Idealismus nichts zu tun. Ich musste arbeiten in Berlin. Und, aber das Ganze, dieses Engagement, wenn ich mich rückbesinne, sag's ja, ich wage es kaum auszusprechen, ein Teil Idealismus da drin. Denn wenn ich mich, wie ich in meinem Buch schreibe, im Winter 1944 noch zur Front melden wollte, um den Bolschewismus zu bekämpfen, dann muss ja irgendwie eine Art Idealismus geblieben sein, denn dann wussten wir doch schon genug, um zu wissen, dass das kein Kinderspiel war. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und ich habe mir auch schon gedacht, ich habe mir das eingebildet. Aber es hat mir dann nach der Lektüre meiner flämischen Ausgabe meines Buches jemand einen Brief von seiner Mutter geschickt, der gerade darüber handelt, die an einer Freundin am 1. Oktober 1945 schreibt, André Leisen sitzt da, und der ist unglücklich und der will sich an die Front melden. 44. 44, ja. Entschuldigung. Ja. Das heißt, Sie wollten richtig noch in den Krieg. Gut, das hat, glaube ich, viel bei vielen jungen Menschen, also Männern vor allem, hat das auch so eine Abenteuerlust gegeben? Oder? Das hatte nichts mit Abenteuer mehr zu tun. Also das war, entschuldigen Sie, dass ich sage, aber es ist so, es war Pflichtgefühl, das Gefühl, die anderen kämpfen und du stehst da und sitzt hier und tust nichts. Warum entschuldigen Sie sich für Pflichtgefühl? Ja, weil das in Deutschland dazugehört, glaube ich. Um zu vermeiden, dass man es anders auffasst, dass man sagt, ja, man muss sehr aufpassen in Deutschland. In Belgien kein Problem. Aber in Deutschland kriegt man dann sehr schnell die Etikette, könnte man angehängt kriegen, der ist noch nicht bekehrt, nicht? Ach, Sie meinen, wenn Sie jetzt sagen, ach so, jetzt verstehe ich das sozusagen, der denkt jetzt immer noch, er hätte es tun. Ja, er hat immer noch Nostalgie danach und das ist ja bei Gott nicht wahr, aber man könnte es meinen. Wie ist das eigentlich, wenn man, Sie haben einmal gesagt, Sie hätten sich unendlich betrogen gefühlt. Wie ist das eigentlich, wenn man dann später sich das anguckt? Hat diese
Selbsttäuschung eigentlich dazu beigetragen, dass man dann im Laufe seines Lebens mehr an sich selber und seinen Entscheidungen zweifelt? Weil man sagt, einmal bin ich schon mal richtig auf etwas reingefallen. Ich bin nun von Natur aus kein Zweifler, aber ich sehe immer alle Aspekte einer Sache. Auch im geschäftlichen Leben sehe ich, was kann das Schlechteste sein, was mir passiert. Und das ist wohl ein Abklopfen aller Möglichkeiten und eine gewisse sich absetzen von spontanen Entscheidungen. Und das kann dadurch mit beeinflusst sein, obgleich ich das nicht genau weiß, ob das meine tiefere Art ist oder... Ich gehe immer davon aus, was kann alles schieflaufen, aber ich habe die Kraft, das zu überwinden, denn sonst tut man ja nichts mehr. Ja, das habe ich hole hier nicht diesen angeborenen Pessimismus der Deutschen, die den ja im Augenblick sehr hegen und pflegen. Nicht? Darauf kommen wir gleich noch, aber ich habe natürlich auch gedacht, dann kann man ja kein Unternehmer sein, wenn man immer zweifelt. Nur was ist denn geblieben von diesem Gefühl der unendlichen Betrogenheit, des Betrogenwordenseins? Ja, die Erkenntnis, dass man nie in einer Lage kommen darf, dass man seine eigenen Entscheidungen nicht frei treffen kann. Und das Gefühl, dass es auf den Menschen ankommt, was er sich aus sich macht und seine Umgebung, wie sie auf ihn einwirkt. Und ich zitiere öfters den schönen Satz von Pico de la Mirandola, der vor 500 Jahren, der Humanist, der schrieb vor 500 Jahren, ließ Gott zu Adam sagen, nach der Schöpfung, ich habe dich auf die Welt gesetzt, damit du deine eigenen Züge meißeln kannst. Und es liegt bei dir, ob du dich zum Göttlichen hin entwickelst oder zum Tier entartest. Und das ist meine Botschaft eigentlich an die junge Generation. Ihr müsst an euch selber arbeiten und seht nie, dass ihr in eine Lage kommt, dass ihr selber die Entscheidungen nicht mehr treffen könnt. Sie haben geschrieben, dass Sie nach dem Krieg mit Ihren Eltern eigentlich nie über die Zeit gesprochen haben, über die Entscheidungen, die Sie getroffen haben. Warum nicht? Ja, ich habe es filiale Pietät genannt. Meine Eltern hatten ein Problem damit und das dann da aussprechen und versuchen, dann muss dieses Gefühl, das bei ihnen herrschte, noch verstärkt werden. Und ich fand, sie mussten selber damit klar werden, dass natürlich... eine Art filiale Scheu. Was für ein Problem hatten Ihre Eltern? Mit Ihnen? Nein, nicht mit mir, mit sich wahrscheinlich nicht. Also die haben ja nicht die Gnade der späten Geburt. Ich kann das ja alles von mir absetzen, weil ich 17 Jahre war damals. Aber für meine Eltern ist das eine andere Sache gewesen. Und ich habe das nicht getan. Vielleicht war es falsch, aber... Hätten Sie das Buch geschrieben, wenn Ihre Mutter noch gelebt hätte? Ja, sie hätte mit mir geschimpft, sie hätte gesagt, das ist nicht nötig. Ich habe auch mit meinem Bruder darüber gesprochen und der erkennt das an, dass ich es geschrieben habe. Aber die Meinung ist allgemein, warum musst du das schreiben? Es geht dir gut, warum tust du das? Ja, ich habe nie eine Herausforderung abgelehnt und ich finde das eine Herausforderung. Denn die flämische Ausgabe war schon eine Herausforderung und das ist viel schöner gelaufen, wie ich gedacht habe. Und die Botschaft ist auch angekommen. Und ich glaube, ich habe wesentlich dazu beigetragen, dass der Rechtsextremismus hier gebrochen worden ist. Aber in Deutschland ist eine neue Herausforderung. Es wird eine andere Reaktion geben. Davon bin ich auch überzeugt. Bin allerdings auch sehr, sehr interessiert, was da passiert. Sie haben vorhin das schon mal gesagt und haben auch in Ihrem Buch geschrieben, das kann man nicht lesen ohne Brille. Andere mögen urteilen, ob meine damalige Naivität verwerflich war. Ja. Warum wollen Sie nicht selber urteilen? Ja, weil das ganz in der Linie des Buches liegt. Ich erzähle meine Geschichte. Ich gebe kein Urteil. Ich entschuldige mich nicht. Ich erzähle es nur. Du, Leser, musst entscheiden, was falsch gelaufen ist. Du musst selber, ohne dass jemand das für dich anstreicht und deine Meinung eigentlich prädisponiert in eine Richtung, musst selber, das ist eine Konzeption, vielleicht ist es eine falsche Konzeption, aber also ja, das war meine Idee. Mein Buch besteht ja aus zwei Teilen. Der Teil, wo ich erzähle, ohne Schönfärberei, und dann die Reflexionen, die ich mir gemacht habe, 50 Jahre nachher, nachdem ich also unendliche Mühe aufgewendet habe, um die Quellen zu studieren. Dann ist mir das erst im Detail alles bewusst geworden, wie das alles organisiert war. Das sind die zwei Teile des Buches, darum heißt es ja auch hinter dem Spiegel. Ich, wie ein kleines Kind, bin ich 50 Jahre nachher, indem ich die Akten studiert habe, hinter dem Spiegel gucken gegangen, wie kleine Kinder, die immer versuchen, ich stehe da vorne, da muss ich da hinten aufstehen.
Und diese Einteilung des Buches wollte ich respektieren. Sie haben gesagt, das Buch habe Sie zu einem anderen Menschen gemacht. Ja, also es hat mich darauf hingewiesen, dass man nicht in Pauschalen reden darf und dass hinter 6 Millionen Tote stehen 6 Millionen Einzelschicksale. Und das hat mich also tief bewegt und tief beeindruckt, dass sowas geschehen. Der Mechanismus, ich weiß jetzt, wie der Mechanismus abgelaufen ist, aber wie leicht, und da hat Goldhaaren recht, dass er sagt, man hat viel willige Mitarbeiter gefunden und es müssen mehr Leute gewusst haben, als dass sie allgemein angenommen worden ist. Da hat er vollkommen recht. Und dass das alles so automatisch, ohne Gefühle, wenn man die Korrespondenz liest über den Holocaust zwischen den Parteistellen, mit welcher Gefühllosigkeit diese Dinge besprochen werden, das sind keine Menschen mehr, das sind Einheiten, die man vernichtet. Sie sind, als Sie Aufsichtsratsvorsitzender, da waren Sie, glaube ich, Vorstandsvorsitzender von Agfa Gefährt und haben in Ihrer Zeit Agfa verkauft an die Deutschen und sind beschimpft worden als Landesverräter und als Knecht deutscher Konzernherren. Ja. Hatte das irgendetwas zu tun auch mit Ihrer Vergangenheit oder war die damals noch nicht bekannt? Doch, die war bekannt. Ich habe in 84, wie ich Vorsitzender der Belgischen Arbeitsgeberverbandes geworden bin, hatte ich ein Buch rausgegeben, wo das drinsteht. Also das steht nicht im Detail mein Lebens, aber es steht drin, dass ich Mitglied der Hitlerjugend. Ich habe es anders genannt. Ich habe gesagt, ich war in einer rechtsextremen Jugendorganisation, wo man den Namen am besten nicht mehr ausspricht. So ist ganz deutlich. Und die Fakten waren bekannt seit dem Krieg. Aber ich war nicht wichtig genug, um angegriffen zu werden. Also in 84 bin ich zum ersten Mal so mal angegriffen worden, aber das sind einer, der Pfeile abschießt und das ist dann gleich vorbei. Das nimmt hier nicht die Wichtigkeit an, die das in Deutschland haben kann. Und dann bei der Schließung, bei dem Verkauf von Agfa, dann hat jemand geschrieben, das ist Landesverrat. Aber ich bin nochmal Landesverräter gewesen. Und das war, wie ich die Fabrik in München, die Kamerawerke geschlossen haben. Dann hat einer gesagt, Sie sind ein Verräter an Deutschland, denn Sie mussten eine deutsche Fabrik schließen, um in Belgien Minister zu werden. Ach, Sie sind also ein doppelter Verräter. Ja, also ich habe also Verrat am Mast begangen. Also. Aber an sich haben sozusagen die Belgier es Ihnen nicht übel genommen, dass man hat das gewusst, was Sie gemacht haben in Ihrer Jugendzeit und es war... Das mögen Leute das übel genommen haben und da werden sicherlich noch welche ihre Gedanken darüber haben, aber das ist kein Politikum und der Schlusssatz meines Buches ist auch, ich habe mein Land seit 45 treu gedient und mein Land hat das mir vergolten, denn ich habe eine Karriere machen können, wie selten eine gemacht worden ist, von den Basis ausgehen. Ich saß mit dem 18. Geburtstag im Gefängnis. Also, und ich habe mich entwickeln können und dafür bin ich meinem Land dankbar. Wobei Sie 4 Monate Gefängnis und dann hätten Sie nicht auf die Universität gehen dürfen. Also am Anfang, hat nicht nur, weil Sie kein Abitur machen konnten in der Zeit, sondern auch, weil Sie in der HJ gewesen waren. Also da war schon eine kurze Strafe. Kurz Gefängnis und nicht Universität besuchen dürfen. Das habe ich gar nicht versucht, weil man dann ein Zeugnis haben müsste von gutem Bürgersinn. Und das habe ich gar nicht angefragt, weil ich das ja nicht haben konnte und war nicht daran zu denken, zur Universität zu gehen. Darum hat es mich so sehr gefreut, dass ich dann ungefähr 40 Jahre später den Ehrendoktor von der Universität von Löwen gekriegt habe. Das hat mir was getan. Also in Deutschland spielt das eine große Rolle, weil man dann Herr Doktor ist. In Belgien spricht kein Mensch einen mit Herrn Doktor an. Aber nicht deswegen, aber diese Satisfaktion, dass man, was man nicht hat schaffen können, dass man das um andere Verdienste will, und Löwen ist nicht die erste beste Universität. Sie haben, waren dann als einziger Ausländer im Verwaltungsrat der Treuhand und haben gesagt, das habe Ihnen irgendwie ein glückliches Gefühl gegeben, da mitarbeiten zu können. Ja, glückliches Gefühl, das ist ein Wort, das wieder negativ belegt wäre in diesem Zusammenhang. Ich würde sagen, ich habe ein Gefühl gehabt, dass ich da was mitbringen könnte. Ich war die Stimme mit Distanz, die das vom Ausland aussieht. Und darum hatte man auch wohl dafür geplädiert, einen Ausländer immer im Verwaltungsrat der Treuhand zu haben. Und ich habe dann eine relativ aktive Rolle in dem Verwaltungsrat spielen können. Und ich habe die Dinge gesehen, den Hass und die Abneigung, die Treuhand geerntet hat. Sie ist ja im Grunde verantwortlich gemacht für die 45 Jahre Misslingen des Kommunismus.
Das ist der, der die böse Botschaft bringt, der gewöhnliche Maleschen erdulden muss. Das war bei den Griechen schon so. Und ich habe alle Vorwürfe, die es zu hören gab, habe ich über die Treuhand gehört natürlich. Nicht? Und sie nicht geteilt, sonst hätten sie die Arbeit ja nicht weitergemacht. Sie haben gesagt, ökonomisches Neuland hätte es da zu erschließen gegeben. Nun sagt jemand wie ich, ich bin ein absoluter Laie auf dem Gebiet, vielleicht, nee, es war sicherlich ökonomisches Neuland, aber irgendwie hat man das Gefühl, man ist drangegangen mit dem alten Instrumentarium. Also man hat das, was man in Westdeutschland sozusagen sich zurechtgebastelt hatte, übergestülpt dem ostdeutschen Land. Ja, es gibt aber keine Zwischenlösungen. Es war ein Rennen gegen die Uhr. Wenn man nicht so resolut dafür entschieden hätte, zu privatisieren zu jedem Preis und wenn man es nicht verkaufen konnte, Geld dazu zu geben, damit jemand die Verantwortung übernahm, sind keine Managementkapazitäten da, dann wäre das ein Apparat geblieben, der mit 3-4 Millionen Arbeitsnehmern unkontrollierbar geworden wäre. Dann wären die Deutschen die Staatsfinanzen ruiniert im Augenblick. Können Sie sich das vorstellen, dass der Staat 4 Millionen Arbeitsnehmer noch übernehmen müsste vom Osten, in alles in faulen Geschäften, die vollkommen umgestaltet werden muss? Das hat Deutschland finanziell gerettet. Und dass da Fehler passiert sind, wo gehobelt werden, fallen Späne. Aber für mich ist es eine der Großtaten der Wiedervereinigung. Erstens, dass der Kanzler zugegriffen hat, wie die Chance gegeben war. Das finde ich ein besonderes Ereignis. Dass das Sozialsystem auf, von Westdeutschland auf Ostdeutschland übertragen worden ist. Das wissen die Deutschen bloß nicht damals, wie viel das kosten würde. Drittens, dass die Treuhand gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Und viertens, dass der Ostdeutsche mit viel Murren sich dem System doch angepasst hat. Wobei die Folgen ja, aber das würde jetzt zu weit führen, wenn man jetzt über die Folgen reden würde, weil die sind ja doch sehr, für viele jedenfalls sehr fragwürdig. Haben Sie, als der Kommunismus zusammenbrach, auch geahnt, gewusst, dass der Kapitalismus in Schwierigkeiten geraten würde, wie er es ja im Moment offenbar gerade tut? Ich habe zufällig ein Büchlein über Europa nach dem Kommunismus geschrieben. Also ich habe, das ist schon 5 Jahre her. Und ich glaube, dass ich in dem Buch schon geschrieben habe, den Satz von Georgi Arbatow, wir werden euch was Böses antun, wir werden euch eure Feinde nehmen. Und wir sind ja eine Gesellschaft, die weder Religion noch Ideologie noch hat. Und das ist unser Problem und das ist das Problem der Jugend. Der Mensch ist materialistisch geworden, bleibt aber mit seinen tiefen Empfindungen alleine und verweist zurück. Und das ist ein großes Problem unserer Gesellschaft. Wir sind ja in einer vollkommen materiellen Welt und das genügt nicht für die Menschen. Nein, und es ist natürlich gleichzeitig so, Arbeitsplätze weiß man nicht mehr, wie man sie schaffen soll. Die Börsenkurse explodieren. Es läuft sozusagen alles. Jeder Unternehmer wird gelobt dafür, wenn er Arbeitsplätze abbaut. Gibt es ein Rezept? Sie stellen es besonders scharf, aber es ist tatsächlich, die Wirtschaft globalisiert und entzieht sich der nationalen Aufsicht. Und kommt in einem Vakuum, wo die Geschäftswelt international, global organisiert ist und kein Organ findet, das reguliert. Und der Staat bleibt zurück mit seinen Sorgen, mit seinen Problemen, kann nur bis an seinen Grenzen wirken. Darum müssen wir größere Einheiten haben. Darum, wenn Europa nicht geben, musste man es schon deswegen alleine erfinden. Aber es wird eine Übergangszeit sein, die sehr gefährlich ist, wo es auf das ethische Bewusstsein der Gesellschaften, an der Unternehmen ankommt, in diesem Vakuum nicht Dinge zu tun, die nicht dürfen. Und für den Staat bleibt das Problem, dass er mit seinen Arbeitskräften nicht mehr weiß, wo er sie unterbringen soll. Wie soll man Arbeitsbeschaffung machen? Ein sehr schwieriges Problem. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Natürlich. Aber wenn Sie jetzt ganz kurz einen sozusagen Appell an Ihre Mitunternehmer richten sollten, wie würde denn das heißen? Ich will keine Appelle an meine Mitunternehmer richten, denn ich wusste keine Botschaft. Die sind gezwungen nach ökonomischen Gesetzen, um zu überleben, so zu handeln, wie die Konkurrenz in Ostasien handelt. Und sie haben das Handicap der hohen Löhne. Meine Botschaft ist nur, ich fange nicht an zu sagen, die Löhne müssen mit so viel Prozent runtergehen. Das ist nicht realistisch. Aber man muss wohl sehen, dass man in dem Rahmen, den man hat, durch geschmeidige Regelungen und alles das die Flexibilität erhöht. Und dass man Dinge tut, wo man zusammen kreativ Lösungen finden kann, die Produktivität und die Leistungsbezogenheit der Bevölkerung steigern. Und das Problem der Arbeitslosigkeit ist ja am unten der Skala.
Wir stoßen ja immer Leute unten aus und oben schaffen wir neue Arbeitsplätze. Und im Grunde sieht man dann, dass auch genügend Arbeit da ist, aber sie ist nicht mehr bezahlbar für diese Kategorie. Und die vorhandene Arbeit zusammenbringen mit den vorhandenen Arbeitskräften, die keine Stellen finden, das ist die Aufgabe der Zukunft. Und da muss nicht nur die Unternehmen, da muss der Staat auch mitwirken. Eigentlich bräuchten wir dafür noch eine Dreiviertelstunde, die haben wir leider nicht. Dankeschön. Vielen Dank.